hatten wir soeben die ersten Bilder aus dem Katastrophengebiet. Internationale Experten sprechen von einem Super-GAU und von noch nicht abzusehenden Folgen für die Region und ganz Europa. Von offizieller Seite wurden noch keine Kommentare zu dem Vorfall abgegeben. Regierungssprecher Janow sprach jedoch in einer ersten Stellungnahme von einer Verleumdungskampagne westlicher Berichterstatter. Super-GAU. In einem osteuropäischen Kernkraftwerk hat sich ein Super-GAU ereignet. Eine Kernschmelze hat eine Explosion verursacht. Das gesamte Gebiet und alle Personen darin wurden radioaktiv verstrahlt. Brände sind ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt. Evakuieren Sie das gesamte Einsatzgebiet. Dekontaminieren Sie alle verstrahlten Personen und bringen Sie sie zum späteren Abtransport aus dem Gefahrengebiet in ein Spezialzelt auf dem Flughafengelände. Verhindern Sie, dass die Brände auf das zweite, noch unbeschädigte Reaktorgebäude und auf die Wohnsiedlung übergreifen und löschen Sie das Feuer. Wir geben uns alle Mühe, wir legen los. Jo, wir brauchen mehr davon, ich hätte gern noch ein Notärztchen da. Sanitäterteam brauchen wir, glaube ich, nicht, die können die schleppen. Connection lost. Oh, warte mal, wartet mal kurz, ich tapp mal kurz raus. Ich hoffe, das macht jetzt, ist glaube ich gerade voll die Aufnahme, warte mal, ich mach mal hier einmal weg. Disconnected. Disconnected. So, ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt wieder hier drauf. Nimmt der beide auf? Muss ich fragen? Weiß ich nicht. Gut, Löschpanzerung. Ja, was nehmen wir denn noch mit? Ein paar Feuerwehrleute. Ich habe ja, die Mission habe ich selten gespielt, muss ich sagen. Und noch ein Löschpanzer passt. Und noch ein Notarzt. Gut, weiter. So. Eins. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 6 hört. Wir hätten vielleicht auch noch... So, wir müssen als erstes hier hin, weil das hier müssen wir schützen. Das weiß ich noch, das müssen wir schützen, weil sonst geht das hier rüber. Und wo ist das zweite Reaktorgebäude? Frag mir nicht. Keine Ahnung. Wir sollten so schnell wie möglich alle Personen dekontaminieren. Jo. Und dann in das Spezialzelt auf dem Flughafengelände evakuieren. Machen wir. Oder die kontaminierten Personen ins Zelt bringen, wo sie auch automatisch dekontaminiert werden. Machen wir. Dort sind sie dann vor der Strahlung sicher und können später aus dem Gefahrengebiet abtransportiert werden. So, ihr beide, wo ist das Zelt? Da, ins Zelt rein. Ach! Fahrzeug 2 hört. Wir hätten mal einen Polizisten noch mitnehmen sollen. Den bräuchten wir nicht alle Fahrzeug einzeln einsammeln. Dann passen wir noch an. Dahin. Solange wir das nicht geschafft haben, ist der Einsatz nicht dahin beendet. Aufgepasst! Das gesamte Einsatzgebiet ist verstrahlt. Und wenn wir eine Person unter Dekontaminationsfahrzeug behandeln, dann wird sie innerhalb kurzer Zeit nach der Behandlung wieder verstrahlt werden. Ja, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, einer geht hier hin, ein Löschpanzer. Die sind natürlich ganz vorne. Hier. Einer nach hier. Fahrzeug 10 hört. Einer stellt sich bitte nach schon hier. Unterwegs. Ja, das Problem ist jetzt halt, ich lasse sie jetzt Fahrzeug aussteigen. Hört. Zack, nehmen sie dir und du nimmst hier den da. Ihr, weil ich bringe die jetzt alle einzeln weg. Schon unterwegs. Vielleicht sollte ich. Das sieht hier böse aus. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Brände sich auf das zweite Reaktorgebäude des Geländes ausweiten. Fahrzeug 10 jetzt hört. Den da. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 7 so, hört. Passt unterwegs. Hier auf. Muss ich auch ein bisschen aufpassen. Wenn ich... An sich muss ich, ist die Frage. Fahrzeug 3 hört. Könnt ihr euch Schläuche nehmen? Nein, können sie nicht. Das auf ist doof. Weg. Vielleicht hätte ich auch noch ein paar TLFs mitnehmen sollen. Fahrzeug 4 hört. Die werden automatisch dekontaminiert. Fahrzeug 3 hört. Stößt du den da? Zack. Ist in Arbeit. Und, ja, hier ist keiner mehr. Fahrzeug 5 hört. Fahren wir nach hier, da sind noch bin drei unterwegs. Leute. Ja? Du ins Zelt, du kannst sie freilassen. Unterwegs. Alle drei freilassen und wieder ins Auto steigen. Ihr Weg. Müsst beide. Du den nach hier bringen. Bin unterwegs. Du steigst Fahrzeug ein. Umgehend durchgeführt. Fahrzeug 3 hört. Du fährst schon mal nach hier. Schon unterwegs. Hier, da. Fahrzeug 7 darauf hört. Muss ich aufpassen. Die Dinger nicht rennen, weil sonst gibt das böse Aua. Das weiß ich noch. Bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich angefangen habe. Bei 40 ungefähr. Keine Ahnung. Frag mir nicht. In das Gebäude rennen. Du steigst da wieder ein und fährst nach hier. So, habe ich hier noch irgendwo was? Nö. Gut. Du kannst direkt
absetzen. Ja. Schnappst du den und musst sowieso zurück, deine Leute wieder rausholen gleich. Bin unterwegs. Ihr könnt schon mal wieder hier Leute das Ofen vordringen und die drei Verletzten hier rausholen. Aber darauf unbedingt aufpassen. Und hier den Wald unter Kontrolle bringen. Hier lang ist, glaube ich, scheißegal, aber wichtig ist, dass hier lang nicht ausbricht. Oder ausweitet. Welches ist denn das zweite Reaktorgebäude? Ich weiß es gar nicht. Hier? Keine Ahnung. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Habe ich euch überhaupt begrüßt? Nein, denn ich bin stark gefüttert. Und du fährst dann. Fahr mal nach da, wenn es geht. So, absitzen. Schnappst du den nach. Jawohl. Aufsitzen. Weg. Ihr seid unterwegs, das ist top. Okay, jetzt erstmal die Verletzten. Die Panzer sind echt geil, muss ich sagen. Alter. Fahrzeug 8 hört. Bin unterwegs. Komm schon, fahr. Fahr doch mal. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 7 hört. Sehr geil. Das lief doch schon mal gar nicht mehr so verkehrt. So, freilassen und wo ist der dritte? Kommt der gleich? Da kommen noch zwei. Ja, ich bringe die lieber gleich nochmal ins Katastrophengebiet. Schon unterwegs. Du gehst aber nicht raus, ne? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Du gehst, hörst du auf? Wird gemacht. Böse! Ja, wird gemacht. Was und macht der denn? Ist der doof? Hört. Ist der denn noch ganz bei Sinn? So, absitzen. Hört. Du holst dir den. Du holst dir den. Und du holst dir den. Habe ich dir auch in den TV-Schritten locken? Nee, du stehst da nicht. Du stehst noch da. Steht da gar nicht mal so verkehrt, würde ich fast behaupten. 1, 2, 3. Hier brauchen wir Feuerwehrleute eigentlich. Bin unterwegs. Ist der denn des Wahnsinns, oder was? In Ordnung. Bin so, unterwegs. Ins Auto. Wo ist er denn? Kriegst du den nicht? Doch, hast du, ne? Sehr schön. Auf dem Into the Gebäude. Du holst mal deine Leute wieder ab. Hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 3 hört. Du fährst wieder nach hier. Du kannst auch schon wieder nach hier fahren. Schon unterwegs. Du kannst nach hier fahren. Ja, eher nach hier. Du mal den Wert. Das wird ein harter Kampf hier. Der Wald, der wird noch interessant. So, du fährst direkt noch zum Wald. Ich brauch nur die Blockade. Dringend. Ein Block. Ach, guck mal da. Und den habe ich schon gesucht. So, du lässt den frei. Steigst du denn das Auto und ich dich da gehört. Schon unterwegs. Nein, du sollst da drinnen bleiben, Mann. Muss ich jetzt wirklich einen Feuerwehrmann abstellen? Auf dem Weg. Ich hätte mal einen Polizisten mitnehmen sollen. Hört. Aber nein, Anto war ja zu fein dafür. Start mal aus. Du holst dir den. Ist in Arbeit. Hier, der hat auch eine Weglauftendenz, glaube ich. Ja, wird umgehend durchgeführt. Fährst weiter und holst dir einen von denen hier. Bin unterwegs. Was sind denn meine Aufgaben? Alle zivile Personen im Spezialzelt auf dem Flughafen evakuieren, noch 10 Personen evakuieren, verstanden, der kommt um mir, warte. Fahrzeug 7. Fahr doch jetzt mal da rauf. Schon unterwegs. Oh, bist du doof. Fahr nach da. Trafostation ist aus, würde ich fast behaupten. Auf dem Weg. Sehr geil. So, absetzen. Nimmst du die mit. Fahrzeug 3 hört. Hier wieder fahren. Auf dem Weg. Du und du. Habe ich beide erwischt. Jo, ab ins Spezialzelt. Schon unterwegs. Jawohl. Wird umgehend durchgeführt. Wenn wir diese Leute hier mit Weglauftern nehmen. Schlimm. So, den kannst du direkt freilassen. Bin unterwegs. So, du. Ist natürlich doof, dass ich die jetzt alle per Fußbus hier herkomme, aber was bleibt mir anders übrig? So, ab Fahrzeug in Wald, Leute, ab in Wald. Fahrzeug 7, hört. Lass mal Sicherheitshalber nach da, so, oder kommst du nach da? Fahrzeug 8, hört. Fahrzeug 6, hört. Fahrzeug 10, hört. Auch alle verfügbaren Kräfte. Fahrzeug 3, hört.
gehört. Okay, okay, okay. Legst du den auch direkt auf eine Trage? Ja, sehr schön. Du kannst dich da reinschmeißen. Schmeiß dich da rein. Kommst du da nicht weg? Schon nee. Unterwegs, hieß die Arbeit. In Ordnung. Bin unterwegs. Mach da rein, mach da rein. Fahrzeug aus. Hört. Sehr geil. Fahrzeug 10 hört. Klingt nach hier so ungefähr. Schon unterwegs. Da ist noch einer. Der wird schon transportiert, der auch. Sehr schön. Höre. Du in das Auto rein und auf du Fahrzeug fährst nach hört. Hier. Bin unterwegs. Fahrzeug 4 hört. Schade, dass ich den hier nicht. Höre. Befehl. Bleibt bin der unterwegs. Da? Ich hoffe. Bin nein. Ist in Arbeit. Weglauftendenz, hörst auf du auf. Weg. Fahrzeug 4 hört. Du fährst nach hier. Ich glaube, da müsste ich auch alle haben. Wir brauchen hier Fahrzeug 9 versuch mal dahin zu kommen. Die Panzer sind natürlich ziemlich langsam, aber das macht nichts. Höre. Kann ich die gar nicht bannen? Okay, denn nicht. Fahrzeug 1 hört. Schon unterwegs. Oder kannst jawohl. Du die. Kannst du auch nicht aufnehmen, ne? Nö. Gut, denn nicht. Ja? Freilassen jawohl. Und in das Zelt. Bin unterwegs. Das in das Auto. Absitzen. Hört. Was gibt's? Ich hoffe, ich. Wäre natürlich geil, wenn wir alle lebend hier rauskriegen. Erstmal kurz kratzen. Warte, da ist wieder schön. So, da ja, ist noch einer und dann müssten das eigentlich alle verstrahlten Personen gewesen sein. Schon unterwegs, ja. Befehl. Fünf Patienten, 1, 2, 3, 4, 5 kommen. Perfekt. Bin unterwegs. Hier ist noch der den haben wir auch schon hört. Eingefangen. Auf da läuft Weg. Schon einer weg. Was gibt's? Wird gemacht. Fahrzeug 5 hört. Ja, jetzt an sich voll und ja, ganz. Fahrzeug ah, hört. Stopp! Halt, stopp! Fahrzeug 5 hört. Guck mal da. Schon unterwegs. Das gefällt mir nicht. Haben wir noch Bindemittel da? Wir müssen da noch was abstreuen. Guck mal da. Ich frage mich, ob da noch einer drin eingeklemmt ist. Laut, Alter. Kannst du dir eine. Nein, kannst du nicht. Gut, dann muss ich darauf vertrauen, dass da keiner drin ist, denn ich habe keinen normalen Feuerwehrmann dabei. Hm. Gut, den halt nicht, ne? Da kommt noch einer, den hast du gefangen, den bringst du bitte auch wieder nach da. Wieder einer mit Weglauftendenz. Also echt. Gut, ich würde sagen, wir haben eine relativ schöne Portale aufgebaut. Können wir sogar ein bisschen vorgesucht. Sehr geil. Recht schöne kleine. Das ist frei, nicht? Guti, 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 guti. Den können wir eigentlich jetzt so machen und haben es gleich geschafft, meine lieben Freunde. Sie haben alle radioaktiv verstrahlten Personen behandelt. Gut gemacht. Aber passen Sie auf, dass es keine weiteren Strahlungsopfer gibt. Es gibt weitere Strahlungsopfer im Einsatzgebiet. Sie haben alle radioaktiv verstrahlten Personen behandelt. Gut gemacht. Aber passen Sie auf, dass es keine weiteren Strahlungsopfer gibt. Alle Zivilpersonen sind im Zelt untergebracht, werden dort versorgt und sind vor einer radioaktiven Verstrahlung sicher. Sehr gut. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Ja. Ja, geschafft.
Soll das eigentlich so im Gedenken an Tschernobyl? Ja, geil. Soll ich denn? So, geschafft, wenn ich was brauche. Passt, das da oben müssen wir jetzt abbrennen lassen, oder was? Sehr geil, geschafft, Leute! Obwohl die Einsatzbedingungen durch die Verstrahlung des gesamten Gebiets extrem erschwert worden sind, haben sie überlegt und schnell gehandelt. Ja. Mustergültig, würde ich sagen. Geil! Weiter. Gut, meine lieben Freunde, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Hilfsgüter für Bürgerkriegsgebiet. Ja, bis dahin, ciao, ciao rein und jo.